Granatenfahnen Grenadiere entführt den Gast auf Burg Forchtenstein in über 300 Jahre Militärgeschichte der Familie Esterhazy. Die Familie Esterhazy war im 17., im 18. und im 19. Jahrhundert immer wieder angehalten, auf die kriegerischen Herausforderungen, Bedrohungen zu reagieren und musste eigene Untertanen unter Waffen stellen. Das geschah in Eigenregie, auf eigene Kosten der Familie Esterhazy. Viele dieser Waffen, dieser Ausrüstungsgegenstände sind bis heute auf Burg Forchtenstein in sehr umfassender Menge erhalten geblieben. Es ist der große Trumpf, die große Besonderheit der Ausstellung Granatenfahnen, Grenadiere, nicht nur Einzelstücke zu zeigen, sondern den Charakter eines Arsenals, eines Zeughauses wiederherstellen, große Mengen an Säbeln, Schusswaffen, Ausrüstungsgegenständen dem Besucher präsentieren zu können. Wir präsentieren den besonderen Bestand unserer Glashandgranaten. Glashandgranaten, die eingesetzt wurden zur Verteidigung von Grenadieren, eingesetzt wurden in der offenen Feldschlacht. Eine gefährliche Waffe, da sie auch ein gewisses Risiko für den Werfer bedeutet hat. Ein besonderer Schatz in unserer Ausstellung sind die historischen Fahnen, die wir zeigen. Wir haben zum einen eine wunderschöne Reiterfahne, eine Schlachtenfahne, die in der Zeit von Kaiser Ferdinand II. Zu verorten ist. Sie zeigt den Doppeladler, den in Schwarz gehalten mit dem F und römisch 2 Emblem für Kaiser Ferdinand. Zum anderen zeigen wir unsere drei einzigartigen Krönungsfahnen, allen voran die Krönungsfahne von 1618, die ungarische Krönungsfahne, getragen von unserem Paladin Graf Nikolaus Esterhazy anlässlich der Krönung des Kaiser Ferdinand II. In Pressburg. Er durfte diese Fahne nach dem Festtag zu sich nach Hause nehmen und hat sie hier auf Burg Forchtenstein verwahrt. Wir können nicht ohne Stolz sagen, sie ist wohl eines der wichtigsten und auch eines der ersten Exponate, das in die historische Schatzkammer auf Burg Forchtenstein Eingang gefunden hat.